Wudala, das haben wir wieder. Wir suchen das Loch im Fluss. Ich bin ein verarscht, ich suche noch mal nichts. Meinst du, dass wir echt verarscht werden? Jo. Ja, aber dann. Ja, nee, dann müsste die Map ja total scheiße sein im Endeffekt. Im Endeffekt ist alles also, wo das Rüber aus der Map gibt. Ja, aber für was brauchen wir dann die Map, wenn die Map nicht funktioniert? Das ist eine andere Frage. Verwirrt mir jetzt. Verwirrt mir ein bisschen sehr. Bin mal gespannt, weil wenn es jetzt das Loch da in dem anderen See auch zeigt, dann muss da drinnen sein. Ich muss erstmal um den See rumrennen. Ah, da hinten sie. Ja, genau. Da ist ein Boot, cool. Was ist M? Eisenloch. Eisenloch. Mob. Doch. Bei dir ist ein Loch. Doch. Ernsthaft? Ein Also da, wo du jetzt stehst, ist ein Loch. Ah, da ist ein Loch. Okay, das, mir wäre da nur ein anderes Loch neben dem Ententeich gezeigt. Da waren wir aber noch nie. Ja, Also noch. aber da waren wir noch nie. Also dann, wir stellen auf. Ja. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Gott. Gott. Mal weg da, ich muss was bauen. First Night habe ich gerade den Erfolg dafür gekriegt. Du stehst. Okay. Grün. Lila. Rot. Blau. Weiß. Weiß. Das ist weiß. Anne, Ja. Anne, Du weißt, dass da das Loch ist ist. noch. Nerv mich nicht. Okay, meine. Leck mit. Oh, ich habe eins auch vergessen. Es wird verdammt drecksdunkel in Höhlen. Unten, da ist mir das. Ach du Scheiße. So geht's weiter, Obi. Ich will nichts sagen. Irgendwie. Die Höhle kommt mir verdammt vertraut vor. Hier nicht. Das ist eine Höhle. Ja, die kommt mir verdammt vertraut vor. Koffer. Welche? Die haben. Da hinten zwei Köpfe sind, dann weiß ich, in welcher Höhle das noch. Ja, aber ich habe jetzt einen Passagier gefunden. Da dann als Passagier zählt. Oh. Wir dürfen echt nur mal jede Höhle durchschauen. Geil! War andere Befürchtung. Ja.
Wieder, wenn sie sie bestätigt hat. Der Fackel ist gerade ausgegangen. Oder bin ich schon? Hey! Ist das nicht die... Okay, okay. Gott sei Dank, meine Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Doch, die Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Das ist hier eine Höhle. Nein, nein, meine Befürchtung war, dass das Viech wieder respawned ist. Weißt du, welches Viech ich meine? Sorry, du hast ja richtig gesehen. Das ist die Höhle, aber... Ja, das ist schon die Höhle, aber wenigstens steht das Viech nicht mehr, was da mal stand, das hässliche Teil da. Ja, aber warum hat das Ding jetzt auf einmal da einen Eingang? Weil wir sind ja da ewig oft auf und ab gegangen. Haben die ganzen Höhlen jetzt geändert oder wir? Max Limit. Das war so BS. Weil das war so richtig mies. Jede Höhle ändern. Auf jeden Fall. Oder wir haben die Schnur nie gesehen. Ja doch, weil wir sind ja von da oben schon mal runtergekommen. Ist ja nicht so, als waren wir da noch nie runtergekommen. Wir sind ja da mal aufgekraxelt extra. Was du immer? Warte mal. Ja, und wird jetzt an den Höhleneingang einsagt, wie viel wir von der Höhle schon erkundet haben, oder jetzt ist die Grafik wieder. Ja, da ist irgendwas mit nach oben. Ich glaube, dass das der Ententeich ist. Da hinten habe ich auch nur ein paar Linien. Also irgendwas haben wir davor schon gesehen, aber irgendwie gibt es keine Wege da hier, was wie man. Wo schreibt der Typ gerade? Der Typ schreibt gerade was? Der Typ hat gerade irgendwas gesehen. Ja, du weißt, dass das Notizbuch komplett durchgestrichen ist. Die Blätter mal drüber. Geronimo! Dann sind wir halt wieder in Höhlen, die was wir irgendwie schon kennen, aber irgendwie auch nicht kennen. Und wir sind jetzt, glaube ich, total verwirrt beide. Ja, hey, schau mal! Da waren wir auf jeden Fall schon mal. Bekannt war. Ich weiß nicht, weil ich glaube nicht, dass sonst noch jemanden gibt, der was da. Der... Das ist die Katana-Höhle, oder? Ah, nein, das ist. Ja, die, ja. Das ist die Petty-Höhle. Mein Gott, da haben wir schon mal irgendwo zugesprengt. Ja, das ist die, wo normalerweise der Fetti da hinten ist. Was wir ganz elegant mit dem. Der Kettensäge umgelegt haben, genau der. Ja, da geht die Fackel wieder da, wenn er nicht. Alter, ich schwör's dir, wenn die irgendwas respawnen lassen, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass wir das schon mal umgelegt haben, dann kriegen wir einen Anfall. Weil hier irgendwo ist ein Seil. Müsste bei dir hinten irgendwo sein. Wieder mehr Farbe. Weiß nicht, die Höhle, wo wir ewig lang überlegt haben, ob es nicht irgendwo weitergehen kann hier. Kann sein, ja. Also sein. Das werden wir aber nicht. Aber dann schau doch mal mit dem Map, oh, dann ist das alles verschoben eingezeichnet. Siehst du das? Weil das Seil, das wird mir weiter vorne gezockt. Ah, da vorne wird dann nur ein Seil gezockt, wo es an die Oberfläche wird. Na, weil das war ja weiter vorne, das Seil, wo wir gekommen sind. Beim Anfang von dem Gang. Kein Plan.
Wir sehen immer weiter, oder? Da ging es hier weiter. Boah. Was ist? Ich glaube, wir haben uns jetzt mit der Map nur mehr verwirrt, da ist mir eh schon dran. Ja, da geht's auf. Ja. Da geht's auf bei dem Berg. Ja, aus hier, oder? Na, nur auf, gell? Ja, nur auf. Bitte. Hey, da ist unser Hängekamerad. Ah ja, der. Jo. Gibt mir das jetzt nur so vor, da haben wir uns mit der Map mehr verwirrt, da ist man eigentlich schon san. Ja, wir sind generell verwirrt. Ja, aber mit der Map haben wir es jetzt nur mehr geschafft, oder? Wie gesagt, ich liegt daran, wir sind ja generell verwirrt, ja. Jetzt, wo wir Klarheit drin haben, wollen wir trotzdem immer verwirrt bleiben. Ja, also du meinst, wir verwirren uns absichtlich selber. Ja, genau. Weil damit die Map in der Höhle rumrennen ist vergeben. Die Map ist verwirrend. Ich glaube, die zockt schon das Seil, weil wir weiter müssen. Jo. Glaubt ihr, dass es in dem Wasser nicht weitergeht? Hätten wir die schon mal früher gehabt, die Scheiße. Ich glaube, in dem Wasser sind wir auch 5 Minuten umgetaucht. Dann wird es weiter. Warum schwimmst du jetzt da drin rum? Warum nicht? Hopp nur. Ich werde da schon mal auf. Alles klar. Ja, ich hätte mir jetzt gewundert, wenn du das kennst. Was? Ich habe probiert, die Map in die Hand zu nehmen, während ich das Seil aufwege. Wenn er das wäre echt super. Ja, Alter, der schafft es einhändig da jetzt hochzuklettern. Cool. Ich finde es immer cool, dass du beim Aufklettern eigentlich nie Ausdauer hast. Ja. Naja, das ist das ewige Seil da. Das ewige Seil, in nomine Patri, Spiriti Sancti. Dürfen wir jetzt wieder an die Oberfläche kommen? Nein. Rein Theorie, ja, würde ich sagen. Ich weiß was anderes sagen. Ah, ich weiß, warum wir das Loch nicht gefunden haben. Das Loch haben wir wirklich nicht gefunden. Es schaut nur genauso aus wie das hier. Oder nicht, oder Alter, ich habe keinen Plan mehr. Du darfst was ganz was anderes sagen, ja, was dazu sagen. Wenn ihr jetzt, dass wir... Was? Hä? Ah, das war die grüne Höhle. Okay. Oh, interessant. Gewaltig. Ja. Wenn ihr jetzt wisst, dass wir nicht jede Höhle schon durch hätten, ja? Meinst hier? Ja. Generell, ja. Nicht am Abgrund bauen und noch probieren irgendwie Uri, guck mal. Meinst die Cheater-Variante hernehmen? Das ist nicht Cheaten, das ist Bug-Using, ja. Cheaten wäre, wenn ihm irgendwas in der Konsole eingibt, dass er mit der Uri teleportiert. Bug-Using hingegen ist, wenn ich die Möglichkeiten des Spiels nütze, dass ich weiter vorankomme. Warum kann ich eigentlich Dreck aufheben vom Boden? Und durch die Fahnen. Ah ja, das ist... Regenbogen! Also du meinst, wir sollen... Nein. Ich hab nur laut gedacht, ja. Also das war dann im Endeffekt, was du meiner dachtest, pass auf, wie zockt er das, dass ich das auch richtig verstanden hab da. Okay, ja. Wo ist denn? Soll ich sowas nehmen?
Du siehst es jetzt nicht. Ich pack's da nur. Pass auf, ich soll sowas nehmen, soll ich dann hier an den Rand hingehen. Dann hier am Rand. So da. So, sie hat diese Kassen jetzt eigentlich auch nicht gedacht, aber ja, theoretisch. Wie hast es du gedacht? Ja, ich dachte, wir bauen uns da ein Shelter hier und dann probieren wir uns da irgendwie hochklettern mit der Kletterachse oder sonst ja, irgendwie. dass das ja nicht funktioniert hat, das haben wir ja das letzte Mal schon gesehen. Naja, wir haben es nur auf einer Seite probiert. Das Loch ist groß, es gibt verschiedene Seiten und ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass es möglich ist. Okay, ja, dann probieren wir das halt. Da können wir da jetzt speichern. Laden, das wäre so pervers. Und dann können wir uns die Details benutzen. Und jetzt sagen wir, warten nur ganz kurz, bis wir aufwachen können, oder? Okay. Weil ich glaube, im Hellen klettern sie es dann doch besser. Also für die Zuschauer, ja, das ist jetzt kein Cheaten, das ist Bug-Using, das ist ganz ein anderes Ding. Ah. Auch wenn es nicht sehr höflich ist, dass man es tut, aber... Ja, die meisten Höhlen hier außen rum haben wir, außer bis auf, pass auf, ich glaube hier unter uns irgendwo ist eine, gell? Ja, das, ne, wir haben das Problem, wir haben das schlichte Problem, dass wir jede Höhle durchkommen sind und keine Höhlen mehr finden. Ja, wir finden erstens keine Höhlen mehr. Also wir haben drei nur Ofen gehabt, die was wir nicht komplett entdeckt haben. Wir wissen aber nicht mehr, wo sie sind und dadurch, dass die Karte ja so wahnsinnig genau ist, haben wir keinen Plan. Deswegen, ja, man kann es benutzen. Du dreckige Hunde, Schlampen, du Depperte, komm her noch! Daneben! Ah, müsst ihr mir kümmern. Du, das sind mehrere, da kommen nur drei. Ich hab doch, wir warten! Ich warte eh hier! Wir kommen ja daher! Ja. Ah, er hat es geschafft. Oh. Oh, da kommt er echt wieder hoch. Aber es ist lustig von hier zu kämpfen gegen die. Jetzt fallen sie alle auf. Ah, du bist du da. Hi. Jetzt eine Hand. Ich soll nur kapieren, die Typen da. Ring, danke. Hey, der ist von unten raufgekommen. Nein, nein, der ist von oben runtergesprungen gerade. Jetzt ist er aufgegangen. Ich habe ihn verletzt. Oh, schau, da hupft seine Axt. Oh! Du, der steht hinter mir, aufpassen. Ah! Achso, der leichte Zug. Ich glaube, der steht nicht so schnell wieder auf. Oh! Dann wäre ich nicht deppert. War nix gut. Überlebt? Nö. Okay, ich mach das noch was. Ha? Ist egal. Was hast du probiert? Ich bin jetzt einfach hochgefallen, hochgerutscht die Mauer und hab probiert E-Drucken, dass ich mich festklammer. Ah, na, hat nicht funktioniert, oder? Nein. Okay. Auf der Seite nicht. Also, auf zum Main-Menü. Hey. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir sowas jemals machen in dem Spiel. Ja nicht, aber ich bin mir sicher, wir sind in jede Höhle eingegangen, nur es ist Schwachsinn, dass sie jetzt, dass wir wieder alle Höhlen einmal durchgehen. Ja, es ist im Endeffekt, also ich muss ganz ehrlich sagen,
Hätten wir es privat gespielt, glaube ich, hätte ich es eher da. Ja, natürlich. Wenn ich es privat spiele, dann habe ich ja die Zeit des Ewigkeiten gespielt. Ja. Ja. Aber dadurch, dass ich weder den Zuschauern die Wahl haben, das zumuten will, dass sie jetzt uns sehen, wie wir wahrscheinlich die Samurai-Höhle nur sechsmal besuchen. Ja, genau. Ja. Das geht auch nicht. Ja. Und ich sag's jetzt schon eins, wenn wir es jetzt die Folge nicht schaffen. Folgen wir nur aus Face bestehen. 10 Minuten lang. Ja, dann probieren wir es einfach ohne Aufnahme, so lange bis wir wirklich unten sind. Fangen unten einfach wieder an zum Aufnehmen. Ja, heuer, ja. Ich probiere jetzt mal. Ey, ich weiß nicht, am gescheitsten am hellen. Eigentlich schon. Aber gleich ist es wieder. Ja, ich glaube, am hellen ist es am gescheitsten. Und das? Mein Handy. Achso, ich bin schon da 10 gewesen jetzt. Ja. Ja, natürlich, im hellen wäre es am gescheitsten. Hä? Im hellen wäre es am gescheitsten. Ja, dauert nur noch ein bisschen. Wenn nicht, dann gibt es immer nur die Möglichkeit, wir rammen alle Bäume nieder und bauen uns runter. Ja, ich kann natürlich haben. Es kostet immer so viel, also die Plattform kostet jetzt 11 Baumstämme. Ja. Ja, gut, du brauchst vor 10 davor oder so. Dam, 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 dam. Also wie gesagt, wenn wir es die Folge nicht schaffen, dann machen wir das irgendwie möglich, dass wir da unten sind. Auf jeden Fall, ja. Und sehen uns halt dann da unten wieder. Also, ein bisschen dürft ihr uns jetzt versagen sehen. Ich würde sagen, wir dann schlafen, dann haben wir speichern, weil dann können wir es. Ja, brauchen wir nicht jedes Mal warten, bis wir schlafen können. Hier ist der Pui. Ja, bei mir. Ah, jetzt geht's. Schlaf hin. So, einmal geschlafen. Ah ja, das geht ja kaputt. So. Oh nein, siehst du denn? Brauch nur bei Äste. So. Speichern. Speichern. Alles klar. Also, ich würde sagen. Jetzt haben wir. Das schaut schön. Hübsch aus. Da wo ich sitze. Schaut auf jeden Fall mein Recht aus. Das ist eigentlich da unten gemacht. Ich hab's ganz vergessen. Bist du tot? Nein, Leder. Wie hast du denn das gemacht? Ich bin auf einer Plattform gelandet. Ich habe jetzt nicht seine Pulse noch genommen. Da. Ich hab's nicht geschafft. Ja, aber vielleicht schaffen wir. Ich habe noch nicht seine. Ja. Müssen wir schauen, wo. Ne. Ich schaff's nicht. Okay. Und, ne. Next try. Abschüsse nehmen. Also das mit den Höhlen alles schön und gut, aber irgendwann ist es halt dann doch. Das System ist schon cool, dass du über Höhlen umhängen musst. Ja? Nur das Problem ist, du kannst die Höhlen nicht mehr unterscheiden. Ja, gar nicht mehr. Das ist das Problem. Weil es hilft dir nachher die Fahnderl auch nichts mehr. Ja, die. Weil du jetzt, weil du nur vom Vermuten her sagen kannst, dass jetzt blau die und die Höhle ist und schwarz ist die und die Höhle und das ist die und die Höhle. Jetzt rein. Aber wir wissen ja nicht einmal, ob die Höhlen nicht irgendwie alle zusammenhängen und wir von Höhlenabschnitt zu Höhlenabschnitt gehen, was? Ja, nicht nur das, sondern wir müssten halt jetzt alles wirklich auch nochmal mit der Karten durchgehen, rein theoretisch. Ja, dass wir Höhlengänge finden. So, du das nächste entscheiden. Meiner war ein Fail. Alter. Ich glaube, am schwersten ist eigentlich, dass du reinkommst. Weißt du, wie man das um den Wulst hier oben rumkommst? Weißt du, wie man? Ja, war schon was. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wo es ganz gut funktionieren kann.
Boah. Aber dass den Kletterhaken noch nicht hernehmen kannst hier oben, gell? Rutsch. Fuck. Ja, ich hänge auf dem Zwischending. Lebst du? Ja, ich lebe noch. Aber komm nicht, ja? Komm nicht runter. Ich glaube, wenn du jetzt auf mir landest, dann rutscht entweder du weiter oder ich voll runter. Ja, das wäre noch, ne? Ich hänge gerade mehr in der Luft als das andere. Oh, ich rutsch weiter. Ich bin weitergerutscht, wieder aufgekommen. Ich schon. Jetzt ab. Scheiße, hätte ich mir voll kalt, dann war es ausgegangen. Das ist voll unlogisch. Mein Leben heilt sich gerade und ich habe einen toten Schädel. Hey. Also irgendwie mit dem Kletterhaken funktioniert es auch nicht gescheit, gell? Du kommst nirgendwo hin zum Klettern. Ja. Wie haben wir das letzte Mal gemacht? Da waren wir in der Höhle drin, gell? Ja. Aber welche weiß ich auch nicht mehr. Nee, wie sieht das aus? Das ist nicht irgendeine gelbe? Ich glaube, ich weiß sogar welche. Jetzt können wir das auch noch so mitprobieren. Ich glaube, ich weiß welche. Dann würde ich sagen, ohne Gefangene, also Eiltempo, oder? Ja? Dann würde ich sagen, ohne Gefangene, also Eiltempo. Einfach in die Höhle rein, oder? Höhle rein und dann los mit denen. Ja. Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgeschmiert. Ja, ist tot. Na dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise ja. Wir sehen uns unten im Loch. Ja. Ja, genau. Also, wir sehen uns dann unten im Loch wieder. Je nachdem, wie wir es geschafft haben. Ihr seht es dann eh, beziehungsweise wir sagen es euch. Bis dann. Ciao, ciao. Peace out.